So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go, beziehungsweise es ist wieder Zeit für meinen Geburtstag. Denn ein Jahr lang ist Ramses als 31er durch die Straßen gecreept, durch die Straßen gewatschelt. Jetzt ist es vorbei. Ein Jahr lang 31er ist endlich Geschichte, denn Ramses wird 32. Das ist ein Grund zu feiern. Deshalb habe ich mir hier ein schönes Porter Punsch mitgebracht, habe ich gerade noch in der Küche gefunden. Das wird gleich geöffnet, aber was wäre der Geburtstag ohne Geschenke, deswegen, und ohne Pokémon? Deswegen haben wir hier hausgemacht, handgemacht, frisch vom Stabel, ein 100% Kyurem mitgebracht, 2042. Wir waren eigentlich gerade in Meiningen, dann habe ich das aus dem Raid gezogen. Ich hatte keine Kamera dabei und habe mir gedacht, oh mein Gott, das nimmst du mit. Jetzt ist das mit uns fast eine Stunde lang nach Hause gefahren. Jetzt habe ich das mitgebracht, jetzt musste ich mir extra noch den Screen Recorder runterladen auf das Handy, wo das drauf ist. Jetzt wollen wir versuchen, das live zu fangen. Wir haben 13 Bälle. Wir haben 265 goldene Bären, so muss das sein. Das Problem ist bei Kyurem, wenn ihr einfach so werft, zack, trifft ihr einfach fabelhaft. Wenn ich aber immer versuche, hier den Kreis einzustellen und dann zu werfen, wenn er angreift, treffe ich meistens neben den Kreis, weil der so blöd seinen Kopf bewegt. Ich weiß jetzt nicht, was sinnvoller ist. Wir wollen das 100er nämlich unbedingt mitnehmen. Das wäre ein richtig gutes Geburtstagsgeschenk. Ihr könnt jetzt schon mal abstimmen. Schafft er es nicht am Geburtstag, das 100er Kyurem mitgenommen. Kreis ist auf jeden Fall eingestellt. Ich weiß, ich darf nicht zu hoch werfen. Ich muss eher nach links außen werfen, statt schräg hoch. Also kein 45-Grad-Winkel, eher so 35. Das wird eine Wissenschaft. Wir stellen nochmal den Ton an. Na gut, er ist wieder. Wir lassen den Ton leise im Hintergrund. Wir probieren es jetzt mal. Wenn er das nächste Mal angreift, ziehen wir es nach links rüber. Und wir haben kein einfach fabelhaft. Ich sag's doch. Jedes Mal, wenn ich das mit Fangtrick probiere, funktioniert das nicht. Ich kann das nochmal machen. Kreis ist ja immer noch eingestellt. Vielleicht sollte ich einfach auf großartig gehen, weil das dann auf jeden Fall sinnvoller wäre. Ich muss nochmal anders werfen. Der Zeitpunkt, ich muss das anders machen. Das geht mir sonst durch die Lappen. So. Das war wieder gar nichts. Was war das? Ich verstehe es nicht. Und die Leute werden denken, ich mache das mit Absicht, aber das ist auf jeden Fall keine Absicht. Wir probieren es mal anders. Ich kreise hier und dann werfe ich und der wäre auf jeden Fall auf einfach fabelhaft gekommen. 100% wäre der jetzt einfach fabelhaft gewesen. Aber er springt natürlich hoch. Weil wir ja nicht den Fangtrick benutzen und abwarten, bis der seine Attacke gemacht hat. Deswegen, ich habe so Probleme, dieses lustige Pokémon zu fangen. Ich habe immer gesagt, wenn ein 100er kommt, versaue ich es eh. Wir wollen es jetzt aber nochmal mit dem Fangtrick probieren. Wir warten also wieder, bis er angreift. Müssen curven, müssen nach links rausziehen, nicht nach oben, eher nach links. Manchmal bin ich dann so weit links, dass der Schwung gar nicht genug ist und der Ball gar nicht bis hingeht. Oder wenn ich nach oben ziehe, ist es einfach zu weit und er fliegt oben hinaus. So sieht das auf jeden Fall gut aus. Wir machen den Ton auch mal weg. So müssen wir jetzt die nächsten Bälle alle machen, dass der drin bleibt. Ihr seht, er kommt nämlich nochmal raus. Wir haben immer noch 9 Versuche. Es bleibt weiterhin spannend. Der Kreis ist eingestellt. Wir dürfen hier keine Experimente wagen. Wir müssen versuchen, wieder genau auf das Gleiche zu treffen. Er hüpft, er guckt. Mir würde schon ganz schwindelig werden, wenn man so viel hüpft und guckt und macht. Also, ja, hüpf halt weiter, Bruder, 2042. Wir ziehen wieder unten ein Stück nach links. Das fühlt sich so unsicher an, wenn ihr da werft. Ich verstehe das nicht. Ich habe so ein gutes Gefühl immer bei den Raid-Bossen, vor allem Zekrom. Bei Zekrom, ein einziges ist mir geflohen von allen. Bei Kyurem flieht mir fast gefühlt jedes wieder nach links rausgeworfen, ganz knapp. Und ihr habt gesehen, das war schon so verlangsamt, dass der kurz nachdem der Ball aufgetroffen ist, auch schon wieder nach oben gehüpft ist. Ihr habt da wirklich gar nicht so viel Zeit, wenn ihr wartet, bis sein komischer Kopf wieder zur Ruhe kommt. Das ist für mich wirklich der schlimmste Raid-Boss seit langem. Selbst Cresselia, Groudon war ganz entspannt. Selbst Cresselia, selbst Kyogre, die immer nach links und rechts sind, links und rechts sind. Das war vielleicht nervig, bis sie dann mal in der Mitte angegriffen haben. Aber
ihr habt wenigstens, wenn er in der Mitte war und wenn er in der Mitte angegriffen hat, einfach fabelhaft getroffen. Jetzt ist er hier drin. Jetzt bewerten wir den mal, damit ihr mir das auch glaubt, dass es ein 100er ist. 100% Angriff, 15 Verteidigung, 15 KP, 15. Wir gucken auch mal nach, dass wie viele Kyurem das jetzt war. Also gehen wir natürlich auf den Pokédex, denn ich kenne ja schon wieder aus der anderen Gruppe Leute, die fast 300 Kyurem Raids schon gemacht haben und kein 100er. Und hier haben wir 8 Stück. 8 Stück gesehen, 6 Stück gefangen. Bei dem 8. Kyurem Raid das 100er mitgenommen. Ist das nicht fett? Ist das nicht brutal? Das auf jeden Fall. Mir fehlen einfach die Worte. Dass ein Kyurem also zum Geburtstag, 100% Kyurem zum Geburtstag mitgenommen. Wir können die Bewertung nochmal drauf machen. Unsere Feier des Tages. Öffnen wir jetzt dieses Porter Punsch. Ich hoffe, Pupsi kriegt das nicht mit. So, dann würde ich sagen, hey! Das ist gar nicht weggefluppt. Alter, da sind Haare dran. Ich glaube, da stehen auch schon wieder 10 Jahre. Adi ist auch hier und jetzt sagen wir natürlich alles Gute! So, da ist also der Adi wie ein kleines Baby wieder eingemummelt. Das war es auf jeden Fall jetzt von unserer Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, vorhaut euer Rumsus! Adi?